Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich bin zurück aus Berlin. Ich war tatsächlich von einer wunderbaren Familie zum Geburtstag eingeladen. Zuschauerfamilie eigentlich. Sehr, sehr cool, war eine große Ehre, hab mich sehr gefreut und bin dann nach Berlin gefahren. Neues Auto austesten war direkt gleich mal so mitgenommen. Nochmal lieben Dank für die Einladung. Ihr wisst, wer gemeint ist. Leute, wenn ihr Einladung habt, ich komme immer gerne. Umsonst trinken und essen ist super. Aber es geht heute ums Business wieder. Und eigentlich waren, ich glaube, drei andere Videos vorher geplant. Aber Bob Networking, und ich werde euch seinen Twitter-Kanal, sofern der noch lebt, aktuell Stand jetzt lebt er noch, einmal unten verlinken. Da könnt ihr euch ganz viele Bilder und Infos zu Modern Warfare 3 oder, so wie es aussieht, tatsächlich nur Modern Warfare angucken. Er hat ganz, ganz viel Sachen geleakt. Die habe ich alle. Auf YouTube kann man sowas leider öffentlich nicht zeigen, weil es sofort Copyright-striked wird, was ja auch unter die DMCAs fällt. Deswegen kann man es hier leider nicht zeigen. Ich werde euch die ganzen Waffennamen geben und ihr könnt bei ihm bei Twitter schauen und ihr könnt, wenn ihr wollt, auch im Discord bei uns schauen unter Pictures und Videos. Unten ist ein Discord-Link. Ihr könnt danach den Discord auch verlassen. Also ich verdiene jetzt kein Geld dran, wenn ihr da seid. Aber ich habe da um die 15 Waffen mittlerweile drin, die wir alle vom Bob Network haben. Ein Overlay von Ingame, von Modern Warfare, weil ich sage Modern Warfare statt Modern Warfare 3, denn das Logo ist schwarz-rot gehalten aktuell. Und es ist keine 3 im Logo drin. Das könnte also darauf hindeuten, dass sie es nicht Modern Warfare 3 nennen, sondern tatsächlich nur Modern Warfare. Das wird sich ein bisschen zeigen. Und er hat halt jetzt am Wochenende richtig viel Sachen gedroppt, die wir erwarten können. Und man kriegt einen Überblick anhand der Bilder und Videos, die er bei sich hat, auf was das Ganze hinausläuft. Und ich kann euch heute ein paar Sachen erzählen. Ich werde euch ein paar Waffennamen nennen. Die Waffennamen sind leider wieder nicht die, die wir eigentlich kennen. Es sind wieder Fake-Waffennamen. Man sieht die Images aber. Und was zum Thema Dead Silence, Ninja, Geist und kann ich euch nennen. Und wir fangen damit direkt an. Ich war erst vorsichtig, aber Charlie Intel und hunderte andere haben die Sachen ebenfalls schon geteilt. Alles, was ich euch jetzt sage und was ihr dann auf dem Discord oder bei ihm auf Twitter seht, denkt dran, Leute, die Alpha wird wohl, oder Beta, je nachdem, wie man es nennen will, wird anscheinend am 7. Oktober starten. Bis zum Release am, ich glaube, 10. November oder 14. November, wann das ist, kann sich noch vieles ändern. Das ist aber der Stand, den wir jetzt haben. Das Ganze wird so aussehen, dass ihr, und ich werde euch nicht in die Augen gucken, denn ich habe meinen Discord offen mit den Sachen. Es gibt ein Image von ihm, das ist auch in meinem Discord. Da steht ganz vorne Copyright Bob Network drauf und alle Credits zu ihm. Ich habe die jetzt nicht selbst rausgesucht oder so, sondern alle von ihm da. Das Menü generell sieht aus wie das, was wir jetzt haben, 1:1. Und man sollte sich da nicht vertun. Es ist dieselbe Engine, es basiert auf Modern Warfare 2, es war als DLC geplant, es ist jetzt ausgebaut worden zu einem Full-Preistitel, weil sie es halt besser verkauft als ein DLC für 70 Euro. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass vieles ähnlich aussieht wie das, was wir jetzt alles in Modern Warfare 2 haben. Ihr habt eine Primärwaffe, das ist in dem Image die Rival 9. Das sieht aus wie eine Evo Scorpion plus eine Secondary, die heißt da Rafika. Das sind alles Namen, die sich natürlich noch ändern können. Mit den gleichen Aufsatzvarianten, 5 verschiedene, die man nehmen kann wie ein MW2. Das Image Layout sieht gleich aus, da würde einem jetzt nicht viel Neues bei einfallen. Das sieht aus wie zum Beispiel eine Diamati, würde ich sagen. Da sind 2 Aufsätze gerade drauf. Dann habt ihr weiterhin eine Feldaufrüstung. Das ist hier die Munibox, eine Primärgranate, eine Sekundärgranate. Soweit alles so, wie wir es kennen, auch genauso, wie wir es vom Äußerlichen kennen. Jetzt kommt aber das Interessante, was er Samstag schon gepostet hat und gestern geleakt hat. Und zwar bekommen wir Gloves, Boots, Gear und Gear. Das heißt 4 Slots, wo ihr Schuhe, Handschuhe und verschiedenes Gear in Form von Westen ausrüsten könnt. Bei den Gloves, hat er geschrieben, wird es so sein, dass es verschiedene Handschuhe gibt, die sich optisch von anderen jetzt nicht unterscheiden, die aber ein spezielles Perk in sich haben. Also ihr habt dann zum Beispiel ein paar Handschuhe und das ist Fingerfertigkeit oder ein paar Handschuhe, das ist Waffe schneller wechseln oder ein paar Handschuhe Granaten schneller werfen, als Beispiel jetzt. Dann habt ihr verschiedene Schuhe, also Boots, und da gibt es
Tactical Pads, Silent Pads und. Das sind verschiedenste Schuhe, die ihr ausrüstet, die einen Perk-Effekt haben. Sowas wie Ninja halt, also Totenstille. Nicht als Perk in dem Sinne, sondern in dem Slot für Schuhe könnt ihr dann Totenstille ausrüsten und habt dann durchgängig Totenstille. Das sind so Kleinigkeiten, die ich als Idee ganz cool finde. Allerdings ist es wieder komplett unnötig, anstatt man einfach ein normales Perk-System macht. Aber die Tatsache, dass er sagt, dass Totenstille im Game sein wird, ist etwas, wo ich dem lieben Gott für danke. Er sagt auch, klassische Minimap soll zurückkehren, so wie wir sie kennen. Nicht dieser Schrott in MW2 und MW19, was wir hatten. Und auch nicht dieses komische mit dem Nebel von Black Ops 4, das war auch ein bisschen eigenartig. Und zu diesen zwei Sachen, die ihr dann ausrüsten könnt, da gibt es 5, 6 verschiedene. Es gibt dann auch noch Westen, die ihr ausrüsten könnt. Overkill-Weste, Ammo-Weste, Tactical-Weste und bei Gear. Und es ist so, dass ihr zum Beispiel eine Ammo-Weste ausrüsten könnt, dann habt ihr doppelte Starter-Munition für Primär- und Sekundärwaffe dabei, integriert Plünderer mit drinne. Dafür habt ihr keine Primärgranate, keine Sekundärgranate. Das Ganze soll es als Weste, als Juggernaut geben, dann habt ihr euer ganzes Leben sozusagen einmalig eben eine Ballistik-Weste, die ein bisschen dabei hilft und eben verschiedene Varianten von diesen Westen. Von der Idee her finde ich es jetzt gar nicht so schlecht. Es klingt für mich danach, als hätten wir jetzt dann die Option wieder auf 4 verschiedene Perks. Und zwar auf 4 verschiedene Perks von Anfang an der Runde. Nicht erst die mit den Minuten zusammen sich zusammensammeln. Und das Ganze, damit es nicht so stumpfsinnig wie ganze Jahre ist, obwohl es genau das ist, was wir wollen, als verschiedene Handschuhe, die man wählen kann, verschiedene Schuhe und. Das Ganze hat natürlich noch einen Hintergrund. Handschuhe, Schuhe, Westen kann man auch wunderbar optisch verändern und für Euros verkaufen. Activision wird's freuen, da wird Sledgehammer sich was Gutes eingefallen haben. Was für Waffen es gibt? Es gibt aktuell, das geleakt ist, die WSP9, sieht für mich aus wie die Uzi. Es gibt die Lach9, sieht aus wie die MP5, die Lachmann haben wir jetzt. Lach9 heißt sie hier. Dann gibt es die Striker 45. Es gibt die SAR9. Ich weiß nicht, welche das sein soll, um ehrlich zu sein. Bei den Images, die ihr im Discord seht, könnt ihr das gerne runterschreiben. Die MTZ762. Und da sollten sich einige festhalten. Für mich sieht die aus wie die ACR. Ich weiß es nicht, aber sie sieht sehr danach aus. Es gibt die Sidewinder. Die sieht eher aus wie eine Val, um ehrlich zu sein. Es gibt eine Buzz B. Jetzt aktuell haben wir ja schon eine MP, das ist glaube ich eine Buzz P und das hier sieht aus wie ein Sturmgewehr, Buzz B. Dazu haben wir die verschiedenen Westen. Es gibt die jetzt aktuell geleakt sind. Die Gunner-Weste, da werdet ihr vielleicht 2 Primärwaffen tragen können. Eine Overkill-Weste, da hat er schon gesagt, Overkill-Weste hat kein Overkill integriert, also wird es irgendwas anderes sein. Vielleicht, dass man noch ein Perk ausrüsten kann oder so. Grenadierweste, davon gehe ich ganz fest davon aus, dass ihr mehr Granaten tragen könnt. Eine Infanterieweste, könnte ich mir vorstellen, dass man sowas wie Stalker, was es als Perk gab, eben für bessere ADS-Time und Strafe-Speed-Time integriert ist, irgendwie sowas. Es gibt eine Scout-Weste, vermute ich, wird in die Richtung gehen, Ausrüstung finden, auf dem Boden sehen, Drohnen sehen können und. Und eine Tactical Vest. Da weiß ich nicht, was die machen soll. Es gibt aktuell 4 verschiedene Sniper. Eine heißt Weapon, irgendein Code. Kann ich nicht sagen, was es sein soll. Es gibt eine AMR50. Die sieht aus wie die AX50. Es gibt die KVS Terminus. Die solltet ihr euch mal angucken, die dürfte einigen von euch bekannt vorkommen. Und dann gibt es die KVB 73. Das, was er an Bildern und Infos geleakt hat, ist natürlich nicht alles, aber das, was wir jetzt schon mal haben. Und was mich wundert, die Leaks, die wir jetzt haben mit den Bildern, sind relativ viel. Und sonst in den letzten Jahren war es so, dass man immer nur so kleine Schnipsel bekommen hat. Ich glaube ja immer nicht, dass das alles von Activision ungewollt ist, sondern ich glaube, dass da immer ein Plan hintersteckt und dass einige dafür bezahlt werden, aber uns soll es egal sein. Die verschiedenen Handschuhe. Es gibt Tactical Combat Gloves, Scavenger Gloves, also Plünderer, Marksman Gloves, Assault Gloves und Specialist Gloves. Für mich klingt das so, als könnte man entweder mit Assault Gloves
mehr Streaks verdienen oder mehr Streaks gleichzeitig haben. Vielleicht überlappen sich Streaks damit auch. Specialist Gloves klingt für mich sehr danach, als wenn man damit eben Spezialistenbonus freischalten kann, was mir sehr gut gefallen würde. Marksman Gloves, vielleicht sowas wie weniger Zittern im Scope bei einer Sniper. Scavenger Gloves, irgendwas mit Plünderer, wird wahrscheinlich noch irgendwas mit mehr drin sein. Und Tactical Combat, da kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, was das am Ende sein soll. Vielleicht sowas wie zweite Taktikausrüstung, das wäre jetzt der einfachste Gedanke, kann auch irgendwas anderes sein. Dazu 5 weitere ARs, die MCW, die ANVLB, die CDG58 und die AK556. Da sind einige neue Waffen drin und die Waffen, die im neuen Modern Warfare sind, haben rechts oben das Modern Warfare-Zeichen vom neuen Modern Warfare in weiß und rot mit schwarz gehalten. Und einige Images haben aber auch aktuelle MW2-Waffen gezeigt, wo denn das MW2-Image war. Das sagt mir, wenn ich jetzt raten müsste, dass die Waffen aus MW2 und MW3 oder MW, wie es auch mal heißen wird, zusammen in Warzone integriert werden. Das haben wir ja schon mal gehabt damals mit Cold War, Vanguard, bla bla bla. Und dass man eben anhand dessen rechts oben sehen kann, welche Waffe zu welchem Game gehört hat. Und dazu gibt es ein paar Daten, die er so ein bisschen mitgeteilt hat. Und zwar, 1. August, das ist also in 2 Wochen, Enthüllungsevent von COD Live. Da gab es schon länger Gerüchte, dass das in DMZ sein soll. 6. bis 10. Oktober, Beta fürs neue Call of Duty, PlayStation exklusiv. 12. bis 16. Oktober, Open Beta für alle Plattformen. 2. November, Kampagnenzugriff. Kampagne wird ja da weitergehen, wo die Kampagne von MW2, gelungene Kampagne, aufgehört hat. Und 10. November, Release-Datum von MW3 oder MW oder was es heißen soll. Und dann 3 Wochen später, am 5. Dezember, eine neue Las Almas Map. Das ist ja seit Wochen bekannt, dass das die neue Warzone Map sein soll für Warzone 2. Und 5. Dezember ist auch der Startschuss von Season 1 in COD MW3. Das sind so die Sachen, die ich jetzt alle schon finden konnte, die für uns, finde ich, aktuell am wichtigsten sind. Ganz wichtig, Leute, alles kann sich bis zum Release von Game ändern. Alles kann nachher anders aussehen, alles kann sich verschieben und das kann auch alles geskippt sein. Es sieht aber sehr danach aus, als wenn das sehr akkurate Infos, Leaks und Bilder werden, die aktiv aus der Alpha-Phase von dem Game rausgeschnitten worden sind. Und dazu muss man auch sagen, natürlich freut sich jeder von uns, wenn wir Verbesserungen in MW3 oder MW oder was auch immer es sein soll, sehen, wenn wir Totenstille haben, wenn wir eine richtige Minimap haben. Aber all diese Änderungen sollen A, nicht irgendeinen unfassbaren Hype bei irgendeinem ausreißen. So, ich werde es mir eh kaufen, weil ich verdiene über YouTube und Twitch einfach gutes Geld damit und deswegen kaufe ich es mir. Das betrifft ja aber die wenigsten von euch und ich kann durchaus verstehen, wäre ich ein normaler Gamer und würde damit kein Geld verdienen, würde ich es mir nicht kaufen. Das sage ich euch, wie es ist. Ich würde lieber nicht zocken oder was anderes machen. Aber ich bin beruflich fast dazu gezwungen, es zu machen und deswegen mache ich es auch und stehe auch dazu. Also, kein Hype bitte. Trotzdem, jeder, der irgendwie Lust hat, ich gönne euch das ja. Ich weiß, dass ihr alle enttäuscht seid. Ich bin genauso enttäuscht wie ihr. Ihr wisst das. Lasst uns ein bisschen abwarten, was jetzt da alles noch kommt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Es gab auch ein paar Stimmen zum Thema Movement etc., dass das alles deutlich besser sein soll als das, was wir jetzt haben. Aber all diese Sachen, die muss man fühlen und sehen. Und dafür wird die Beta dann in 6 Wochen circa, was auch Wahnsinn ist. Die Beta kommt dann einfach wieder 3-4 Wochen vor Release. Wird wieder nichts geändert vom Feedback her. Werden wir abwarten. Auf jeden Fall, das sind die Infos, die ich habe. Ab in Discord oder auf die Twitter-Seite von Bob Network. Da könnt ihr euch die Bilder mal anschauen. Nutzt es aus, solange die alle noch da sind. Wer weiß, wie lange Activision diesmal braucht, um die wegzustriken. Die sind immer relativ zügig. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.